Solidarität mit der Ukraine war gestern Thema einer Kundgebung auf dem Marienplatz. Zahlreiche Politiker unterschiedlichster Parteien sprachen sich für den Frieden aus und sicherten der Ukraine ihre Unterstützung zu. Ein Krieg im Herzen von Europa. Wir haben getötete Kinder, getötete Erwachsene. Ein unvorstellbares Leid. Und ich möchte ganz zu Beginn einfach mal, dass wir alle kurz innehalten, dass wir an die Menschen denken in der Ukraine, die gerade Angst haben, die im U-Bahn-Tunnel in Kiew sitzen und hoffen, dass keine Bomben auf sie draufhält. Und bitte einfach mal einen kurzen Moment des Innehaltens und unmittelbar danach wird die Stadtkapelle Freising die ukrainische Nationalhymne für uns spielen. Und es ist ein Angriff, es ist eine Invasion in ein demokratisches Nachbarland und nichts anderes. Es ist Krieg in Europa. Und es ist, glaube ich, richtig, dass wir nicht nur Achselzucken zuschauen, sondern das tun, was wir tun können. Wir setzen ein klares Zeichen für Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, ein klares Zeichen für den Frieden und ein klares Zeichen gegen den Krieg. Wir wollen ein friedliches Europa und ich glaube, in diesen Stunden wird uns alle bewusst, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit nicht ist, sondern dass man sich Frieden und Mitmenschlichkeit immer wieder miteinander erarbeiten muss. Aber dass es heute einen Krieg gibt mitten in Europa, das ist für mich trotzdem immer noch ein Stück unvorstellbar und trotzdem Realität. Mir hat das die letzten Tage auch persönlich einfach betroffen. Ich war 3 Mal bisher in der Ukraine, bin da umeinander gefahren, habe Leute kennengelernt. Ich war in Lviv, ich war in Odessa, ich war in Kiew mit ein paar Spätzeln 2017 am Maidan. Wir waren gestanden an dem Denkmal, wo die Menschen 2013, 14 protestiert haben für Europa, für Demokratie, wo einige ihr Leben gelassen haben. Und die Freunde, mit denen ich da unterwegs sind, einige von denen sind auch heute da. Und dass, wenn man diese Bilder vor Augen hat, wie es da ist, dass die Leute vor 2 Wochen da noch in die Schule gegangen sind, in die Uni, zum Arbeiten, zum Einkaufen. Und heute geht da keiner mehr raus, weil Ausgangssperre herrscht, weil jeder, der draußen ist, ein Feind ist. Und die Leute sitzen in der U-Bahn, im U-Bahn-Schacht und hoffen, dass sie nicht von Bomben getroffen werden. Es ist unvorstellbar. Und das ist Realität. Sirenenalarm, Bomben. Und nachdem die Bomben, die bisher nicht erfolgreich genug waren, aus russischer Sicht gelangen, wird jetzt nochmal aufgerüstet. Menschen auf der ganzen Welt, Menschen wie mir, gingen auf die Straße und demonstrieren gegen diesen Irrsinn. Heute sind, wer die Bilder heute Nachmittag gesehen hat, aus Berlin über 100.000 zusammengekommen. Jetzt haben wir nicht ganz so viel. Aber ich sehe Leute, soweit ich schauen kann, ein ganzer Marienplatz. Herzlichen Dank, dass Sie alle da sind. Wir alle setzen gemeinsam ein Zeichen für Frieden in der Ukraine und ja, es ist auch gut so und notwendig. Man möchte dem russischen Präsidenten eigentlich zurufen, wie viele Menschen sollen denn noch sterben? Wie viele Bomben müssen noch fallen? Und wie viele Menschen müssen sinnlos eingesperrt werden, bis sie merken, Herr Putin, dass ihr Weg sinnlos ist. Bis sie merken, dass der Weg der Gewalt sinnlos ist. Dass die Unterdrückung der Menschen, dass dieser Krieg, so wie jeder Krieg im Grunde, sinnlos ist. Und vielleicht noch ein Gedanke, weil wir heute da stehen können in einem freien Land und frei demonstrieren. Ich habe höchsten Respekt vor den Menschen, die in Russland auf die Straße gingen, die wissen, dass das verboten ist, die inhaftiert werden. Danke, dass ihr das macht.
Aber nur ist keine Einsicht in Aussicht. Von heute Nachmittag die folgende Meldung. Der russische Präsident Wladimir Putin hat inmitten der Spannungen mit dem Westen wegen des Kriegs in der Ukraine die Atomstreitkräfte seines Landes in Alarmbereitschaft versetzt. Das teilte er bei einem Treffen mit seinen Spitzenberatern mit. NATO-Mitglieder hätten aggressive Erklärungen abgegeben, sagte er offenbar in Bezug auf die harten finanziellen Sanktionen gegen Russland und ihn selbst. Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft, meine Damen und Herren. Und ich sage ganz klar, in einer solchen Situation, da reicht es natürlich nicht, nur Solidarität zu bekunden. Wir müssen auch handeln. Und insofern finde ich es absolut richtig, dass wir harte Wirtschaftssanktionen ergreifen, auch wenn sie uns selbst mittreffen. Und es ist richtig, dass die russische Elite aus dem SWIFT-System geworfen wird, dass die Zentralbank mit Sanktionen belegt wird. Und ja, auch wenn mir das schwerfällt und ich nicht gedacht hätte, dass ich das einmal so sage, aber es ist richtig, Waffen zu liefern, denn die Ukraine muss sich verteidigen, die Demokratie muss sich verteidigen und es ist notwendig und richtig in dieser Situation, dass wir unseren Beitrag leisten. Und noch zum Abschluss meiner Worte, ja, kurz noch ein paar weitere Gedanken. Im Moment unterstützen wir die Ukraine, aber wenn die Russen nur einen Schritt weiter gingen, dann sind sie auf NATO-Boden und dann sind wir unmittelbar im Krieg. Das ist das, was uns bewusst sein muss. Was uns auch bewusst sein muss, ist, es werden geflüchtete Menschen zu uns kommen, die vollkommen nachvollziehbar der Vorläufer vor dem Gräuel. Die ersten Züge sind unterwegs und sie sind auch nach Bayern unterwegs. Und es braucht unsere Solidarität und unsere Offenheit, dass wir es aufnehmen und dass wir ihnen bestmöglich Schutz und Zuflucht gewähren. Und ich glaube, aus Klimaschutzgründen gäbe es viele gute Gründe für erneuerbare Energien. Aber in der heutigen Zeit muss man doch ganz klar sagen, wir müssen uns unabhängiger machen von fossilen Brennstoffen. Wir müssen so viel Sonne und Windkraft haben wir selber, also bei uns selber. Lasst uns unabhängig werden und nicht mit unseren Gaskosten die militärische Invasion indirekt mitfinanzieren. Das ist das Gebot der Stunde, Unabhängigkeit von russischem Gas. Denn nur dann sind wir auch wirklich frei in unseren Entscheidungen. Liebe Freisingerinnen und Freisinger, wenn ich da rüberschaue und vorher gesehen habe, wer mitgesungen hat bei der Hymne, liebe Freunde aus der Ukraine, herzlichen Dank, dass Sie alle heute hierher zum Freisinger Marienplatz gekommen sind. Das ist ein großartiges Zeichen. Ein Zeichen, das vielleicht Putin nicht beeindrucken wird. Aber, liebe Freisingerinnen und Freisinger, ich glaube, es wird die Menschen in der Ukraine beeindrucken. Denn sie sehen vielleicht nicht uns hier am Marienplatz, aber sie sehen überall in der Welt, überall in Europa, demonstrieren Menschen für den Frieden, gegen die Aggression von Putin und dafür, dass wir den Menschen in der Ukraine beistehen. Und ich glaube, das wird ihnen helfen, das soll man nicht unterschätzen, denn das, was sie dort gerade erleben müssen, ist für uns alle miteinander unvorstellbar. Und wir können nur ganz klar als freie Demokratien, als freie Demokratinnen und Demokraten zum Ausdruck bringen, so gut es geht. Wir stehen an der Seite der Menschen in der Ukraine. Wir stehen an der Seite der demokratischen, der freien, der europäischen, der westlichen Ukraine. Und dafür ein herzliches Dankeschön an Sie alle hier. Ich glaube, es war für uns alle unvorstellbar, was in dieser Woche passiert ist. Viele große Worte werden gesprochen, von Zeitenwende ist die Rede. Man soll sich da immer nicht überbieten mit möglichst großen Formulierungen. Aber ich glaube schon, wir haben es alle gespürt und wir erleben es jetzt. Es ist tatsächlich eine neue Phase in der Geschichte eingetreten, die wir uns alle nicht gewünscht haben, die wir vor allem eigentlich
verhindern wollten. Wir wollten eigentlich, dass es weitergeht im friedlichen Zusammenleben der Menschen und dass die Dinge, die im letzten Jahrhundert so viel Unheil über die Welt und über die Menschen gebracht haben, ein für alle Mal der Geschichte angehören, dass man mit Angriffskriegen andere Länder überfällt. Das war für uns alle unvorstellbar. Und jetzt ist es wieder Realität. Denn das, was von Putin ausgeht, ist nichts anderes als ein unprovozierter, ein durch nichts zu rechtfertigender Angriffskrieg gegen ein anderes Land, gegen ein anderes Volk, gegen andere Menschen, die in Freiheit leben wollen und was er ihnen nicht gönnen will und verhindern möchte durch rohe Gewalt, durch einen barbarischen Akt. Und deshalb, glaube ich, ist mittlerweile allen klar, es handelt sich nicht um einen lupenreinen Demokraten, sondern, man muss es so sagen, um einen Kriegsverbrecher, meine Damen und Herren. Der barbarische Angriffskrieg hat alles verändert. Wir müssen die Dinge jetzt einfach anders bewerten. Darum ist es richtig, dass die Sanktionen so scharf wie möglich sind, dass man aus dem SWIFT-System, das russische Bankensystem, hinausdrängt, aber auch, dass wir von dem, was wir nie wollten, nämlich Waffen zu liefern in Krisengebiete, abkommen müssen, um den Ukrainern die Selbstverteidigung zu ermöglichen. Und natürlich müssen wir auch weitere Schritte gehen, was die Aufrüstung, die Ausrüstung, die Ausstattung der Bundeswehr betrifft. Es muss zügig gehen und schnell gehen, denn wir können nicht abschätzen, wie die weitere Entwicklung ist. Wir wissen nicht, wie bedrohlich es tatsächlich ist. Möglicherweise auch für die NATO und damit unmittelbar für uns wird. Eine Situation, keiner hat sie sich gewünscht. Wir müssen uns jetzt darauf einstellen und wir müssen mit solchen Zusammenkünften signalisieren, wir stehen zusammen als Demokraten, wir stehen zusammen als westliche Welt, weil es uns darum geht, das, was wir immer mit der europäischen Fahne beschwören, was wir mit unserer westlichen Haltung beschwören, nämlich den European Way of Life, die Zusammenleben der Menschen freiheitlich mit den Vorstellungen, die über Jahrhunderte erkämpft wurden, dass wir die auch verteidigen wollen und dass wir auch dazu bereit sind, sie gemeinschaftlich in der westlichen Welt zu verteidigen. Das soll deshalb ein deutliches Signal sein an alle die das nicht wollen, insbesondere natürlich an Putin. Deshalb noch einmal danke an alle, die heute hierher gekommen sind. Und man kann nur sagen, Gott schütze die Ukraine. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, was wir gegenwärtig erleben, das ist schrecklich und furchterregend. Es ist aber vor allen Dingen noch etwas ganz anderes, nämlich völlig aus der Zeit gefallen. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs arbeiten wir an einer europäischen Friedensordnung. Seit dem Mauerfall, seit Glasnost und Perestroika versuchen wir, auf Dialog zu setzen, Interessenausgleich zustande zu bringen. All das, meine Damen und Herren, sind unsere Attribute gewesen, auch im Umgang mit Russland, auch im Umgang mit dem ehemaligen Ostblock. All das, meine Damen und Herren, ist nun irgendwie wieder nichts mehr. Wir sind im Krieg, also wir selber in der NATO noch nicht, aber die Ukraine ist im Krieg. Krieg als Mittel für politische Auseinandersetzungen, Blutvergießen, Drohgebärden, furchtbar. Ich kann es nicht anders beschreiben. Wir haben verschiedene Instrumente, mit denen wir reagieren können. Für meinen Geschmack, ich bin Behördenleiter, wenn Sie so wollen, ich bin auch Kommunalpolitiker, ich stehe für den Landkreis Freising, also steht mir nicht an, Weltpolitik oder Bundespolitik hier zu verkünden, aber für meinen Geschmack, wir sollten nicht den Weg von Putin gehen, wir sollten nicht wieder in die Richtung kommen, in der wir schon mal waren, wir sollten nicht wettrüsten, wir sollten natürlich die Bundeswehr verteidigungsfähig, wehrfähig zu machen, aber wir sollten vor allen Dingen auf unsere Stärken setzen und das hat die Bundesregierung, das hat die westliche Gemeinschaft getan. Wirtschaftliche Macht, das
haben wir eingesetzt und das sollten wir einsetzen. Wir sollten auch auf Innovation setzen, das hat Johannes Becher gesagt. Innovation, warum eigentlich nicht jetzt diesen Zeitpunkt nutzen, um uns unabhängig zu machen vom russischen Gas? Ja. Unsere Stärken, meine Damen und Herren, sind in einer ganz anderen Richtung. Säbelrasseln, das ist nicht unsere Mentalität. Wir sind auf dem Weg in eine andere Zukunft. Darauf würde ich setzen. Das ist der Dialog, das ist Interessenausgleich, das ist aber auch Solidarität, Innovation und Hilfsbereitschaft. Und zur Hilfsbereitschaft kann ich Ihnen sagen, jetzt muss ich schauen, ob ich es lesen kann, weil mein Zettel etwas durchleuchtet ist, was wir anbieten können, das wurde bereits am Freitag besprochen mit dem Regierungspräsidenten. Wir versuchen, alle unsere Kräfte wieder zu mobilisieren, dass wir Hilfe anbieten können, dass wir Geflüchtete aus der Ukraine möglichst schnell und unbürokratisch unterbringen können. Wir haben die Erfahrung bereits. Wir haben da eine gute Erfahrung, wir haben gutes Know-how aus der Flüchtlingskrise 2015. Darauf können wir setzen, da können wir anknüpfen. Ressourcen sind vorhanden, wir haben bereits jetzt bis zu 150 Unterbringungsmöglichkeiten, die können wir erweitern. Und wir müssen nicht wie damals aus der Not geboren in Turnhallen gehen oder sonstige Kompromisse schließen. Wir haben andere Möglichkeiten, wir können anmieten. Wir haben aus der Bevölkerung ein reiches Angebot an Unterbringungsmöglichkeiten bereits jetzt, also Unterkünfte, die wir mieten können, Hotels etc. Also wir schätzen, dass das, was prozentual auf uns zukommt, wir schultern können. Das Rote Kreuz hat uns mitgeteilt, dass eine große Zahl von Feldbetten verfügbar sind, 600 können wir sofort aufstellen. Wir haben weitere Möbel, Schlafmöbel insbesondere, organisiert. Also wir sind unterwegs und wir hoffen, so den Menschen, die in Not sind, die auf der Flucht sind, helfen zu können. Ja, meine Damen und Herren, liebe Freisingerinnen und Freisinger und vor allem auch liebe Freundinnen und Freunde aus der Ferne, vor allem natürlich aus der Ukraine, ich bin sehr beeindruckt von der Vielzahl der Menschen, die heute hier zum Marienplatz gekommen sind und möchte mich bei der Gelegenheit auch ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie so kurzfristig zu dieser Mahnwache gekommen sind. Ich selbst befinde mich statistisch gesehen am Anfang der zweiten Hälfte meines Lebens und habe in den letzten Jahrzehnten eine Welt erleben dürfen, wo ich meine Kindheit natürlich zwar während dem Kalten Krieg verbringen durfte, aber es war doch sehr abstrakt und man kannte es eigentlich erst nachher aus den Spionagefilmen und es war immer so eine Drohkulisse, die man eigentlich nicht wirklich in der Realität oder zumindest in meinem Alter nicht wirklich in dieser Realität wahrnehmen konnte. Über die Jahrzehnte hin haben wir gedacht, dass wir in einer immer freieren und immer friedlicheren Welt leben können und dass die Konflikte sehr weit entfernt von uns stattfinden. Natürlich kommen die Konflikte durch die Globalisierung und durch die Nachrichtenlage doch nachrichtentechnisch immer näher zu uns her oder auch durch die Menschen, die die Flucht suchen nach Europa. Seit 2013 hat sich vieles getan. Wir haben es vorhin gehört vom Johannes, 2013 die Maidan-Revolution, die Ukraine, Kampf um ihre Souveränität. Ein freier, souveräner Staat will sich dem Westen annähern und möchte diese Freiheit für sich gewinnen. Und das hat nicht gepasst in die östliche Welt, das hat da schon nicht gepasst, dem Putin, der dann die Krim annektiert hat. Wir haben angefangen die Separatistenkriege im Donetsbecken, aber irgendwie ist es doch im Alltag wieder untergegangen. Man hat erst einige Nachrichten gehört, hat sich Sorgen gemacht, es ist doch nicht so weit weg. Und trotzdem ist dann die Russland auch wieder an den Tisch im Europarat zurückgekehrt.
Ich möchte das auch nicht beurteilen. Ich bin kein Politiker für die Weltpolitik. Ich bin auch nur ein Kommunalpolitiker, wie der Herr Landrat auch gesagt hat. Aber trotzdem finde ich es als Person gut, dass man versucht hat, so weit wie es geht, diplomatisch zu handeln und zu versuchen, die Konflikte zu entschärfen. Auch wenn wir mittlerweile festgestellt haben, dass die Diplomatie hier nun gescheitert ist. Sie können sich sicher an die Bilder erinnern, wo unser Bundeskanzler Scholz und der französische Präsident Macron an dem langen Tisch bei Putin gesessen sind, und über eben diesen Tisch hat uns Putin gezogen, aber nicht nur uns. Er hat nicht nur uns belogen, sondern er hat auch sein eigenes Volk belogen und sein eigenes Volk in einen wahnsinnigen Krieg hineingezogen. Und wie erschreckend diese Person Wladimir Putin agiert, zeigt eigentlich schon der Beginn dieses Konflikts. Ein Kriegsbeginn, der während einer Sitzung des NATO-Sicherheitsrats gestartet hat. Ich glaube, mehr Verachtung der Welt gegenüber kann man gar nicht zeigen. Die Rede, die Rhetorik hat auch eine schlagartige Wendung genommen. Ein Wladimir Putin, der vor 20 Jahren im Bundestag geredet hat und Applaus bekommen hat, redet plötzlich von der Entnazifizierung. Und wenn man sich sein Auftreten anschaut mit seinem eigenen Sicherheitschef Naryschkin, dann weiß man auch, was hier in diesem Kopf vorgeht oder eben auch nicht. Man weiß es einfach nicht. Hier dreht jemand durch. Ich habe irgendwo einen Kommentar gesehen von einem Ukrainer, der gesagt hat, wir werden anscheinend von Teenagern in der Pubertät regiert, und so ähnlich führt er sich auf, nur natürlich mit einem wahnsinnigen mit einer Resonanz, die uns in den Krieg führen kann. Ich kann es immer noch nicht glauben, und ich schaue auch schon die letzten Tage die Nachrichten und bin immer noch fassungslos von dem, was hier gerade passiert. Was ich sehr schlimm fand, war auch die Drohung, die er gegeben hat, einen Gegenschlag historischen Ausmaßes. Und was das bedeutet, haben wir heute gesehen. Der Johannes hat es vorhin vorgelesen, die Nachricht. Atomstreitkräfte werden in Alarmbereitschaft gesetzt. Es ist unglaublich, dass wir sowas erleben müssen, dass sowas noch einmal kommt. Wir haben eigentlich in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten doch eigentlich eine Politik der Abrüstung, eine Politik einer gemeinsamen Welt zumindest versucht. Dass sowas heute passieren kann, ich weiß es nicht. Man kann nur sagen, Herr Präsident Putin, lassen Sie das und hören Sie auf mit diesen Drohungen und mit Ihrem Krieg. Nie wieder Krieg. Mit diesem Credo bin ich groß geworden. Ich spreche heute auch als Teil einer Generation, die in Europa sich Krieg nie hätte vorstellen können, die es nie erlebt hat. Und meine Damen und Herren, liebe Freisingerinnen und Freisinger, liebe Freunde der Ukraine, ich möchte euch kurz an einer Geschichte teilhaben lassen. Die letzten Tage stand ich in engem Austausch mit Gleichaltrigen, die vor wenigen Wochen noch die Schule besucht haben, eine Ausbildung oder ein Studium begonnen und durchgeführt haben. Diese Menschen haben mir über Telegram Nachrichten geschrieben aus den Bunkern in Kiew und anderen Städten in der Ukraine. Unter Todesangst haben sie sich auf die Straße gewagt und Molotow-Cocktails gebaut. Anstatt in Frieden weiter ihren Weg gehen können, Ausbildung, Studium, Schule, mit Freunden gemeinsam schöne Zeiten verbringen, vielleicht auch einen Lichtblick nach der Corona-Pandemie wieder nach vorne zu schauen. Das, was unsere Freundinnen und Freunde in der Ukraine durchmachen, bestürzt mich zutiefst. Sie haben Sorge um ihr Land, sie haben Sorge um ihre Freiheit. Sie blicken nach Russland und sehen, was Putin macht, wie er sein Volk unterdrückt, und kämpfen weiter für ihre Freiheit. Und es freut mich unglaublich, dass die Proteste, die wir hier in Deutschland, die wir im freien Westen erleben, dass die sich auch nach Russland weiter verbreitet haben. Es ist großartig, dass dort Menschen unter dem Wissen, dass sie arrestiert werden, auf die Straße gehen und ihr Wort erheben. Das finde ich großartig. Auch dort hat mir einer geschrieben, dass er wahrscheinlich jetzt 30 Tage Hausarrest bekommt, aber das ist es ihm wert, und ich finde, das darf es ihm auch wert sein. Ich persönlich hatte die letzten Tage die große Sorge, dass der Beistand mit der Ukraine vor allem die Worte sind.
nur die schönen Worte, die Moral allein bringt der Ukraine nichts. Der ukrainische Botschafter hat ganz lange um stärkere Unterstützung aus dem Westen geworben. Und ich bin froh, dass wir in den letzten Tagen diese Unterstützung der Ukraine gegeben haben. Es ist von einer Zeitenwende, von einem Umbruch der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik die Rede. Und ich bin froh, dass wir die Ukraine als freies, verbündetes Land unterstützen. Denn wir müssen Putin von seinem Kriegskurs abbringen. Wir brauchen ein Maximum an Sanktionen gegen die russische Regierung, meines Erachtens ein komplettes Handelsembargo, um Russlands Wirtschaft in die Knie zu zwängen. Die Solidarität geht sogar so weit, dass Hackerkollektive Staatsmedien manipulieren und dort freie Nachrichten, was wirklich in der Ukraine geschieht, senden. Und wir haben es eben schon ganz oft gehört, wir dürfen nicht mehr weiter Russland mit unseren Geldern unterstützen. Der SWIFT-Ausschluss war ein richtiger Weg, aber jetzt müssen wir den Gashahn zudrehen. Denn wenn russische Panzer Richtung Westen rollen, dann müssen wir es sein, die den Hahn zudrehen und auf eigenständige Energieimporte vielleicht setzen mit den USA oder insbesondere den erneuerbaren Energien. Es ist jetzt die Zeit, Russland ein klares Zeichen zu setzen. Ich bin froh, dass wir einem stolzen Sicherheitsbündnis angehören, denn es ist in diesen Tagen vielleicht unsere Lebensversicherung. Ganz oft haben wir über das 2%-Ziel gestritten und ich habe immer wieder gehört, dass es um Aufrüstung geht. Meine Damen und Herren, meines Erachtens geht es vor allem um Ausrüstung. Es geht darum, dass im Kriegsfall wir die nötige Ausstattung haben, unser Land, unsere freien Werte zu verteidigen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass heute im Bundestag und in den letzten Tagen auch ein klares Zeichen in dieser Richtung in die Welt gesendet wurde. Gleichzeitig muss es unser höchstes Ziel sein, schnell wieder zum Frieden zurückzukehren. Die NATO hat vor allem eine Abschreckungsfunktion. Und ich hoffe, dass wir den Krieg ganz schnell wieder beenden können. Und ich möchte an Sie appellieren, dass Sie weiter auf die Straße gehen. Ich stand in den letzten Tagen mit einigen Abgeordneten im Bundestag im Austausch. Und ich bin mir sicher, wären wir nicht so laut geworden, wären wir nicht so stark auf die Straße gegangen, dann wären wir noch nicht so weit mit den Sanktionen gegen Russland. Vielen, vielen Dank dafür. Zum Abschluss, Freiheit hat einen Preis, aber Freiheit hat auch ihren Wert. Und der ist um ein Vielfaches größer und deswegen werden wir sie verteidigen. Wir kämpfen für den Frieden in Europa. Hochlebe die Ukraine, Slava Ukraini! Ja, vielen Dank erstmal an Johannes Becher für die Organisation. Es ist wichtig, dass wir hier heute geschlossen ein Zeichen für den Frieden setzen. Und danke auch, dass ich heute zu Ihnen und euch sprechen darf. Einiges ist schon angesprochen worden über diese Geschichte des ganzen Konflikts. Da könnte man jetzt lange diskutieren, angefangen nach dem Fall der Sowjetunion 91. Man könnte sprechen über Entwicklungen und Handlungen der NATO. Kürzlich hat ja beispielsweise der Spiegel nochmal aufgedeckt, dass Russland 91 tatsächlich versprochen wurde, dass es keine Osterweiterung der NATO geben wird. Heute kann es nur zwei Losungen geben. Nein zum Krieg, nein zur Invasion der Ukraine. Putin selbst hat in seiner Rede kurz vor dem Krieg klargemacht, worum es ihm eigentlich geht. Er hat der Ukraine die Staatlichkeit im Ganzen abgesprochen. Großmachtfantasien, Nationalismus und Neoimperialismus treiben ihn an. Einen Bruch des Völkerrechts kann man klarer nicht formulieren. Wo immer das Völkerrecht gebrochen wird, muss man sich dagegen auflehnen. Es darf hier keine doppelten Standards geben. Krieg ist immer abzulehnen, egal von wem er ausgeht. Egal, ob es vermeintliche Verbündete sind oder vermeintliche Gegner. Wer den Krieg wählt, muss geächtet werden. Es wurde vieles gesagt. Ich möchte diese Bühne jetzt einfach nochmal nutzen, um meinen Respekt auszudrücken vor Präsident Zelensky, der weiterhin Präsenz zeigt und Gespräche sucht, ganz im Gegensatz zu Putin, der sich verschanzt und Tiraden voller Hass und Ideologie los wird.
der Krieg führt. Der Krieg führt gegen unsere Freundinnen in der Ukraine, gegen Demokratie und gegen Freiheit. Wie reagieren wir auf seinen Angriff? Ich finde, nicht mit militärischem Druck, nicht mit Aufrüstung. Das hat noch nie Konflikte deeskaliert. Sondern indem wir zusammenrücken als Europa, als NATO, uns auf unsere gemeinsamen Werte und Stärken besinnen und bei den Sanktionen gegen Putin alles herausholen, und um ihm entschlossen entgegenzutreten. Und jetzt endlich aufwachen und für die Zukunft ein energieunabhängiges Europa konzipieren, ein Europa mit gemeinsamer, moderner Verteidigungsstrategie wie einer europäischen Armee. Aber auch, indem wir Solidarität zeigen, wie jetzt schon so oft gesagt, mit den vielen Flüchtenden und sie mit offenen Armen empfangen. Und indem wir uns stärker denn je Rechtspopulismus und Nationalismus entgegenstellen. Denn Rechtspopulismus neben der Untergrabung der Menschenwürde betreibt auch die Abwendung von gemeinsamen Bündnissen. Und wir sehen gerade, wie wichtig gemeinsame Bündnisse sind. Wir können uns nicht leisten zu verlieren. Den Sieg über Putins Ideologie sind wir nicht nur der Ukraine und ganz Europa schuldig, sondern auch den vielen mutigen Russinnen, die auf die Straße gehen, die sich immer wieder gegen Putins Regime auflehnen und dafür bestraft werden. Wir dürfen nicht länger still sein, wir dürfen das nicht länger hinnehmen und wir dürfen die Leidtragenden Putins Politik nicht allein lassen. Die ganzen Kinder, die hier sind, es ist meine Hoffnung, dass ihr euch alle das, was ihr heute Abend hier seht und erlebt habt, dass ihr euch das merkt und dass ihr das mitnehmt für euer ganzes Leben und nie wieder vergesst, wie wichtig es ist, einzustehen für eure und auch die eurer Eltern Moralen und Vorstellungen und Sorgen und sie auch mitzuteilen. Schilder, komm zu mir. Komm zu mir. Du hast ein tolles Friedensschild gemacht. Wie alt bist du? Und du hast mit deinem Halbbruder gemacht, 6 schon. Lass uns ganz kurz hochhalten, damit es jeder wirklich gesehen hat. So viele Kinder heute Abend hier. Wie heißt du? Taslin. Noch? Taslin. Du hast geschrieben, kein Krieg gegen die Ukraine. Danke dir, danke für die tollen Farben. Das sind die Farben des Friedens. Danke dir. Taslin, wen hast du mitgebracht? Sehr schön, super. Schauen wir uns die beiden auch noch an und dann kommen die versprochenen Worte in Russisch, weil ich habe dem Johannes versprochen, dass ich kurz und knackig bin, aber es ist so schön, dass so viele Kinder mit ihren Müttern und auch Vätern da sind. So, du hast geschrieben? Runter mit den Waffen. Runter mit den Waffen, da steht's. Ohne N, aber man kann es trotzdem lesen.
Letzten Redner.